Nur noch wenige Wochen und die Handballsaison geht wieder los. Um die Wartezeit zu verkürzen, gab es für die Fans am 6. August das traditionelle Saisoneröffnungsspiel. Vor der Halle gab es ein Fanfest mit Autogrammstunde. Der Ansturm war auch in diesem Jahr enorm. Bei tropischen Temperaturen erfüllten die Handballer jeden Autogrammwunsch. Der SCM-Fanshop präsentierte die neue Kollektion. Sie ist auch im Internet unter www.scm-handball.de erhältlich. Der diesjährige Saisoneröffnungsgegner ist Saint-Raphaël Var aus Frankreich. Mit dabei auch Ex-SCM-Spieler Arnor Atlasson. Das erste SCM-Tor für die neue Saison in der GTEC Arena gehört Robert Weber. Er erzielte das 1:0. In der 6. Spielminute erzielte der Drittplatzierte der französischen Liga den Anschlusstreffer zum 3:2. Es klappt alles. Nach einem klasse Pass von Matze Musche warf Robert Weber das 10:6. Die Gegner aus Frankreich schafften nicht, ihren Rückstand zu verkürzen. In der 21. Minute war es endlich soweit. Neuzugang Zielko Musa warf sein erstes Tor in der GTEC Arena vor heimischem Publikum. Auch die SCM-Nachwuchsspieler kamen zum Einsatz und zeigten starke Leistungen. Vincent Sohmann zur 8-Tore-Führung. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit warf mit Finn Lemke ein weiterer SCM-Neuzugang sein erstes SCM-Tor in der GTEC Arena. In der Halbzeitpause zeigten die Stars von morgen ihr Handballtalent. Im Finale des E-Jugend-Nachwuchs-Cups standen SV Blau-Rot-Coswig und SV Eiche 05 Biederitz. Am Ende gewann die kleine Jugend von Coswig mit 8:6. In der zweiten Halbzeit warf auch Andreas Rojewski nach seiner Verletzungspause wieder dabei sein erstes Tor und somit auch die 10-Tore-Führung für den SCM. In der 43. Spielminute dann die Schrecksekunde. Nach einem Zusammenprall bleibt Finn Lemke verletzt am Boden liegen. Wir wünschen ihm gute Besserung. Auch er zeigte seine Kampfkraft am Kreis. Jakob Baggerstedt zum 28:16. Vor 4.268 Zuschauern erzielte Robert Weber das 30. Tor. Zum Einsatz kam auch Tomasz Geballa und er zeigte seinen Hammerwurf zum 31:18. Das letzte Tor für die Franzosen erzielte Ex-SCM-Spieler Arnor Atlasson zum 33:19. Beide Mannschaften begegnen sich noch einmal am Wochenende beim Klaus-Miesner-Gedenkturnier in Ilsenburg. Wir streamen alle Spiele ab 11 Uhr live aus der Harzlandhalle. Persönlich für mich toll zurückzukommen. Wir sind mal hier. Vom Spiel her haben wir natürlich nicht viel gezeigt, aber wir sind ja erst 10 Tage in der Vorbereitung gestartet, kommen direkt von der Kraftraum und Laufbahn. Wir sind, haben ein bisschen schwere Beine, das war unser erstes Spiel, das hat man gut gesehen. Trotzdem, zweite Halbzeit ein bisschen besser präsentiert. Wir haben noch einen langen Weg vor uns und ja, wir sind stolz, dass wir hier sein dürften. Und ja, also für uns gilt es nur, besser zu werden jeden Tag, damit wir ja, Mitte September reif sind für die Liga. Und guckst du noch ab und zu, was beim SCM passiert? Natürlich, immer. Das ist natürlich meine erste Station im Profileben im Handball. Das sind ja 10 Jahre her, aber ich habe hier eine schöne Zeit gehabt und kenne immer noch viele Leute. Und ich freue mich zu sehen, diesem Jahr richtig gute Mannschaft und schon wieder einen neuen isländischen Trainer bekommen. Stöcker sieht sehr gut aus für Magdeburg, die können auf jeden Fall in dieser Saison etwas Gutes machen. Und 4.200 Zuschauer, also wirklich super. Großes Lob. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Ordentliches Spiel abgeliefert. Finn sieht auch ganz gut aus. Verletzung ist wohl nicht so arg. Und ja, vielen, vielen Dank an alle, die gekommen sind. Was ist so dein Eindruck von der Mannschaft, was du so gesehen hast? Ja, die hat Spaß. Die arbeitet zusammen. Die Jungen aus von den Youngsters rücken näher ran. Ich glaube, dass Musa einen sehr guten Auftritt gemacht hat. Der räumt da ganz schön ab hinten. Also jetzt freuen wir uns auf Michael Damgaard die nächste Woche. Und dann, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Ja, also mit der Leistung bin ich also natürlich zufrieden. Also so wie immer mit dem Sieg. Aber trotzdem meine ich, dass wir eine gute Leistung heute hier gebracht haben. Obwohl man hat das gemerkt, also St. Raphael, also sind einfach nicht so weit gekommen, so wie wir. Sie sind, glaube ich, dritte Woche mit Vorbereitung. Also die Liga fängt einfach später an und deswegen sind sie später angefangen. Das hat man gemerkt. Aber trotzdem hat man viele gute Dinge gesehen.
Ja, es war überragend. So eine Resonanz von den Zuschauern habe ich nicht erwartet. Es waren über 4000 Leute da, das ist einfach wahnsinnig. Und die Stimmung, die jetzt hier herrscht, die macht einfach eine Riesenfreude, hier dann mal ein richtiges Saisonspiel zu haben. Finn, wir haben dein erstes Tor gesehen für den SCM in dieser Halle. Wunderschön, aber wir haben auch gesehen, dass du plötzlich zu Boden gingst. Richtig. Ich habe einen Finger ins Auge gekriegt oder ins Gesicht und dann bin ich hingefallen. Und genau kann ich das gar nicht betrachten oder genau habe ich es gar nicht gesehen, wer es gewesen ist. Aber ja, ist dann so. Und im Vorbereitungsspiel ist dann die Vorsicht geboten, dass man dann guckt, jetzt, ob was ein bisschen Dreck drin ist oder ähnliches. Und ich hätte zwar gerne länger gespielt, aber ist dann halt nicht möglich aus Vorsichtsmaßnahmen. Du sagen die Fans natürlich, ich muss dich das jetzt fragen, wirst du trotzdem weiterspielen können die nächsten Spiele? Ja, natürlich. Also bin jetzt ja, wir spielen alle Handball und Handball ist ein Kontaktsport und da kriegt man auch mal eins ins Gesicht. Das ist kein Problem, da bin ich auch kein Böse, mache ich ja genauso. Und ja, wenn jetzt nichts Schlimmes passiert, dann bin ich morgen wieder auf der Platte. Okay, dann wünschen wir dir, dass alles gut geht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in Ilsenburg, ne? Ja, da sehen wir uns.